Hier, so sieht die Sardine aus. Ne, wo? Siehst du das? Ja, ja. Das ist aber zu viel. Da ist der Durchgang. Ja, da ist der Durchgang. So, mal gucken, wie man denn da reinkommt. Okay. Zufahrt. Cool. Okay. So sieht das aus. Oh, 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 hier sind die Löcher in der Decke, wo die Kessel drin standen. Oh, oh, die Eisengefrick. Dürfen wir uns nicht grüßen. Wir mit den Klamotten umgehen. Ah, okay. Meinst du, ist es angsteinflößend oder respekteinflößend? Beides. Die Frau sagt nicht auf die Mitte gehen, weil das hier ist wirklich. Sieht ja schon ein bisschen gefährlich aus, der Abzugsschacht hier. Wir befinden uns jetzt hier direkt im Sudhaus. Und hier ist die Treppe zur Unterwelt. Mal sehen, ob wir auch die Uferlagerung dann betreten können. Ja, hier ist ein bisschen steil. Jawohl. Also, interessant werden. Hä? Ich auch. Keine Handschuhe dabei und nicht, ne? Leck mich am Arsch. Ich glaube, da geht's ins Kesselhaus. Oder auch nicht. Das war einfach mal, würde ich mal sagen, ein Versorgungsschacht. Ja. Ich mache jetzt erstmal Film raus, es wird dann fotografiert. Ja, hat sich gut geeignet für eine Uferlagerung, gell? Man muss höllisch aufpassen hier, weil es gibt Schächte. Ist auch noch mal sowas in der Art, ja, kälter als in der Anke. Scheiße, Mann, das ist ja riesig. Ja, ne? Oh, das ist jetzt noch mal ein richtiges Highlight. Ja. Ma. Ich habe ein Déjà-vu. Warum? Kannst du dich daran erinnern, von dem Traum, in dem wir in ein Gebäude unten reingegangen sind, dieses Haus? Ach du Leck. Das ist ja riesig. Oh, auch wieder hohe Luftfeuchte, ne? Der Kleine kriegt doch Licht ohne Ende. Ich hoffe, du hast ein Akku dabei. Ich habe noch ein Akku dabei. Yes, yes. Das hat jetzt Jahrtausende gehalten. Boah, was sind das für Kessel hier oben? Boah, sieht das geil aus.
Ey, hier sind Wärmetauscher. Ist da vorne eine Treppe? Komme ich da wieder runter? Okay. Ja, das sind Kessel. Aber was für Kessel? Wenn du darin fällst, kommst du nicht mehr raus. Ohne fremde Kraft. Oh, da muss man wirklich aufpassen, nochmal hintritt. Alles voll geklotzt hier. Ach du Scheiße. Oh, das ist ja schick hier. Ja, alles vollgemüllt. Wie kann man denn so blöd sein? Und Müll hier runter schaffen, um es dann hier zu entsorgen. Sind wir jetzt wieder am Ende des Kellers. Ja, da ist auch noch mein Schacht. Da gehe ich jetzt aber nicht hoch, oder? Ist das, das ist ein Tummelplatz für Abenteurer. Schacht gucken. Alles so, so versifft. So rutschig und lehmig. Okay. Okay. Also Schacht. Gut. Ekel. Für Deibel. Es ist richtig lehmig. Grenzwertig. Das ist ein cooles Bild. Da geht es Gewölbekeller, dann nochmal durch eine Tür und dann, dann kommt Gewölbekeller mit Schacht. Das ist cool, hä? Hä? Ja, Schacht. Okay. Ups. Und fertig, ja? Verstehe kein Wort. Ja. Ach, ja, was ich vergessen hatte zu erwähnen, ne? Ja, da ist auch wieder so ein Schacht. Nicht, dass nur wir beide hier sind, sondern 5 weitere Personen hast du ja noch gesehen, ne? Also so schlimm kann es mit meinem Akku noch nicht sein. Viel haben wir bis jetzt nicht versäumt. Ich wollte ausfahren. Eigentlich habe ich einen Plan dabei, aber hier mit Plan zu arbeiten und mit Kamera, man sieht auch so kaum, wo man hintritt. Ja, wenn man jetzt, hä? Warum? Du fühlst dich nicht wohl? Ja, deswegen? Warum?
Oh, das ist er. Hier waren wir ja gar nicht. Das habe ich doch von außen gesehen. Ja, wir sind lange gelaufen, aber wir haben nicht mal umgeguckt. Echt nicht? Ja. Das ist der Kaiser. Das ist ein Ach du Scheiße. Ich muss ja nochmal mit dem ganzen Welt rein. Ja, ich auch. Ja, meine auch. Weißt du, wo es rausgeht, Spatz? Ja, hier ist die Schubkarre. Ja, ja. Oh, nee. Deswegen sage ich auch nee. Ach, da will ich drüber. Da will ich nicht drüber. Aber ich mach's trotzdem. Hier läuft man voll über den Müll. Also, die Uferlagerung an und für sich ist ja toll, aber wo du hinguckst, Müll, 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 alles durch die Schächte oben runter reingeschmissen, weil es gehört mir ja nicht. Und hier kann man kostenlos entsorgen den Müll, auch hier, Müll, Müll, Müll. Ah, ein Stadtmensch. Sie denken wohl auch, wir sind etwas rückständig hier oben, oder? Da sitzt er ja, tatsächlich. Ja. So sieht das aus. Eisenschacht. Ja, und nach der Wende war das dann Geschichte, das ganze Teil, das war ein Schacht. Also viele Schächte hat es hier. Ganz viele. Ups. Ja. Oh, hast du kalte Hände, Spatz? Ich hätte hier ein Stückchen glühende Kohle. Und hier tropft das Wasser runter. Ach, wie süß. Wir sind jetzt hier im Gewölbekeller von der Brauerei. Die erste Etage des Gewölbekellers. Jetzt gehen wir runter in die zweite Etage. Das wird spannend. Hier muss man aufpassen, hier hat es Löcher im Boden. Ja. Ja, die Leute sind bescheuert. So, schau das aus hier. Ich hätte jetzt richtig Lust auf Schlauderkauz. Na, irgendein Süppchen. So. Ich möchte Sie bitten, weiterzugehen, nach hinten durchzugehen. Bitte nicht stehen bleiben. Oh, das ist ein bisschen grenzwertig hier, ne? Yes, yes. Vorsicht hier runter. Yes, ma'am. Ich bin ein alter Mann heute. Was ist mit Tee? Okay. Okay.
Okay. Oh, das hat sich doch rentiert als Uferlagerung, ne? Da ging es doch auch mal hoch, oder? Oder einfach nur Rohre raus. Kabelschacht. Ja. Kabelschacht? Nee. Es war ein Schacht, ja. Aber kein Kabelschacht. Das ist jetzt ein Müllschacht. Das ist ja eine riesen. Also da kann sich die Maut, ich glaube, zweimal drin verstecken. Das ist ja eine riesen Anlage. Ja. Na, und da brennissen. Naja, gut. Wenn sie schon dran gewöhnt haben. Nee, das siehst du nicht von hier. Ich denke an, dass der Mann, wie geil der aussieht. Ja, der Eingang ist cool. Ja. Kommen wir hier in der Toilette raus oder warum stinkt das hier so? Wo sind wir denn hier? Ach, hier? Okay. Da ging mal eine Treppe hoch, na prima. Ja. Super. Wir sind hier im Gebäude. Ich weiß es nicht. Der Tresor. Oh. Deswegen sage ich oh. Ach, im untersten, ja. Wir sind im Sudhaus. Das Zimmer des Herrn Direktor. Tapete ist cool. Bisschen kehren. Bisschen was verputzen. Tapezieren. Und schon kann man wieder einziehen. Ja, ich glaube, wir müssen aber wieder Treppchen holen. Weil nuf geht's nicht. Ja, das ist das Treppenhaus, weil ich das irgendwann mal wieder runterkommt. Oh. Yes. Ja. So, also fahr mal aus. Ja. Wir fahren jetzt aus. Jetzt schauen wir uns das restliche Gebäude an. Genau. Im obersten Stockwerk der Brauerei. Wow. Hier fehlen die Treppen. Ah, das ist ja cool. Die Abfüllung. Da fehlen da nicht Löcher. Nach unten durch. Ich habe da nichts gemacht. Ich weiß. Fehlen da nicht Löcher, die nach unten gehen. Ja, im Prinzip schon. Das bricht durch. Das bricht. Das bricht. Es bricht genauso wenig. Was machst du?
machst du für einen Scheiß? Du hättest doch eben... Du hättest eben ganz normal hochkommen können. Echt? Ja, so wie ich. Das ist ja echt cool. Das sind so richtig alle interessanten Stücke. Guck mal von hier runter. Also besser ist das, dass man hier mit Helm langläuft. Lohnt sich's? Ja. Ja. Tschüss. Ja. Na, toll. Super. Naja, nee, also auf den Bretterboden wollen wir nicht laufen. Nein. Da ist noch mein Kontor. Wir hatten schon mal sowas. In irgendeiner Villa war das, gell? Däubershof, genau. Da sieht es da oben so aus. Das war's. Zeitung. Europäischer Fußballspiegel. Polens Boxer wollen guten Ruf bestätigen. Generalprobe gab Aufschluss. Letzte Spalte unkollegial. Heute im Funk. Kanada wurde entzaubert. Ude SSR. Deklassierte die Profis aus Übersee, Anerkennung von Coach Wilson. Das ist die Tribüne, Berlin, Dienstag, 26. April 77. 13 Pfennig hat das Ding gekostet. Monatlich 3 Mark. Schnelle Wäsche für bedruckte Gewirke. Partei- und Regierungsdelegation der MVR besucht unsere Republik. Aha, okay. Die Arbeit rollt, wenn im Betrieb Ordnung ist. Jawohl. Und hier haben wir die Hohner Werke oder was es auch immer mag. In einer, was? In einem Landesvergleich. Ich habe meine Brille nicht auf. Ja gut, ist unwichtig. Also die Tribüneorgan des Bundesvorstandes. Das FDGB. Okay, also. Ach nee, nee. Nee, nee. Was machst du? Da ist es. Das ist schon drin. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Juhu. Super. Das war's.